Jetzt möchte ich ein ganz aktuelles Lied singen. Und zwar im Zeitalter von den ausgedehnten Papstreisen. Der Schnabelwettspruch, der ist ja bekannt. Der Papst hat Spiezspeck steckt spät bestellt. Nein, ihr müsst jetzt nicht üben. Ich wollte euch jetzt nur einmal historisch fundiert erklären, wie es zu diesem Spruch ist gekommen. Der Papst hat Spiezspeck steckt spät bestellt. Hey, hört jetzt auf, das bringt einen raus, was ich anfange. Der Papst hat Spiezspeck steckt spät bestellt. Der Papst will gern essen, ein Schnäfeli Speck. Doch das Messer halt nicht. Darum sagt er für den Zweck. Braucht es besondere Besteck und darum bestelle ich jetzt sofort so einen Speckbesteck in Spiez. Und Spiez wird darauf gemeldet, es gibt nicht mehr das Gerät. Die Bestellung von euch für das Speckbesteck ist zu spät. Ein Bauer oder Metzger, ein Papst oder Beck, wir liefern es nicht mehr, das Besteck. Der Papst hat darauf runter, den Spiezer erzählt. Er hat doch das Speckbesteck ex-Kathedra bestellt. Die heiligste kirchliche Autorität bestellt Speckbesteck in die Spiez niemals zu spät. Wo die Spiezer nicht nachgeben, da ist es passiert. Der Papst hat sie alle exkommuniziert. Doch hat er da ebenfalls zu spät reagiert, denn die Spiezer sind längst reformiert.